Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Arzt hier, Dr. Volker Schmiedl. Und er ist seit über 36 Jahren Arzt und zwar für den Mensch. Er beachtet wirklich alles und schöpft wirklich aus einem großen Wissen. Und wir freuen uns heute sehr, mit ihm über das Thema Darmgesundheit sprechen zu dürfen. Hallo Volker. Hallo Corinna. Ja, schön, dass du da bist. Gerne. Wir haben ja heute unser erstes Interview gemeinsam und ich bin sehr froh darüber, dass wir direkt mit dem Darm starten. Das soll ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor eben in Bezug auf unsere Gesundheit sein. Und wie schätzt du ihn so von seiner Wichtigkeit ein? Ja, unglaublich wichtig. Und wir haben jetzt leider kein ganz einfaches Thema, weil der Darm ist wirklich so komplex und wir haben einfach so viel vom Darm überhaupt noch nicht verstanden. Ich sage immer, wir haben die Spitze des Eisberges vom Darm und von der Darmflora verstanden. Wobei Darmflora darf man heute gar nicht mehr sagen. Wir haben das früher so Darmflora genannt und da haben uns die Schulmediziner immer ausgelacht und beschimpft. Darmflora ist doch Blödsinn. Aber heute heißt es Mikrobiom. Also bitte immer vom Mikrobiom reden. Okay. Beziehungsweise dürfte man das auch nicht. Mikrobiom ist einfach die Gesamtheit aller Gene unserer Darmbakterien. Mikrobiota ist der richtige Begriff, der früheren Darmflora entsprochen hat. Also Mikrobiota ist die Darmflora, Mikrobiom sind die Gene. Und ja, wir haben hunderte, vielleicht sogar tausende verschiedener Keime. Und wie die miteinander wechselwirken, und da haben wir vieles einfach noch gar nicht verstanden. Mhm. Gerade auch bei diesen verschiedenen vielen Formen im Darm, ist es denn da wirklich möglich, mit solchen Dingen wie Probiotika oder Präbiotika zu arbeiten? Oder es gibt Darmsanierungen, also man wird ja wirklich mit diesen ganzen Angeboten völlig überschüttet. Aber wenn ich dann höre, dass es so komplex ist, kann man da wirklich so einen Teil über die Bevölkerung mal streuen und sagen, hier, nehmt das alle? Es würde vermutlich keinem schaden. Die Frage ist, ob es jeder braucht. Mhm. Vielleicht noch mal zur Begrifflichkeit. Also Probiotika, das sind eben diese Bakterien, die quasi wörtlich übersetzt für das Leben sind. Mhm. Präbiotika, das sind quasi die Nährstoffe, die den Dünger für diese Darmbakterien darstellen. Ja? Das können Ballaststoffe sein wie das Inulin. Mhm. Das können Ballaststoffpräparate sein wie Leinsamen oder Flohsamen. Also alles, was wir nicht verdauen können. Was aber die Darmflora, sage ich jetzt schon wieder, die Darmbakterien verdauen können, da freuen die sich drüber. Das ist einfach Dünger für die, das sind die Präbiotika. Und den Begriff Darmsanierung finde ich furchtbar, weil wir können den Darm nicht mit Bakterienpräparaten sanieren. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Mhm. Ganz einfach aufgrund der quantitativen Verhältnisse. Ein Mikrobiologe hat mal ausgerechnet, wenn wir jetzt sagen, ein wirklich gut konzipiertes Bakterienpräparat, was also wirklich Milliarden lebender Keime enthält, also so viel Bakterien sind in einer Kapsel drin wie Menschen auf der Erde. Mhm. Wenn wir das jetzt mit Bäumen vergleichen, mit dem wir den Stadtwald von Hannover aufforsten wollen. Also der gesamte Stadtwald von Hannover wird unserem gesamten Darm gleichgesetzt. Und eine gute Darmbakterienkapsel, wie viel Bäumen entspricht das? Mhm. Was schätzt du, was würdest du sagen? Du stellst mir so keine Ahnung, eine Million. Eine Million Bäume. Ein Baum. Ach so. Ein einziger Baum. Also wenn wir jeden Tag ein sehr gutes und sehr hochdosiertes Darmbakterien. Obwohl so viele verschiedene Bakterienstämme da drin sind. Ja. Was ja sich so viel anhört, dass man ja denkt. Es ist nicht so viel. Da sind halt Milliarden drin. Aber wir haben vermutlich weit mehr als 100 Billionen Bakterien in unserem Darm. Okay. Also es ist einfach riesig mehr. Und wir pflanzen dann quasi jeden Tag einen Baum im Stadtwald von Hannover. Okay. Das heißt, wir können unsere Darmflora, unsere Mikrobiota niemals beeinflussen mit Bakterienpräparaten. Okay. Was nicht heißt, dass sie nichts wert sind. Ja? Ganz im Gegenteil, wir können immunologische Effekte damit erzielen und können da Anreize setzen. Mhm. Ja? Aber wir können eben nicht damit sanieren. Eine Darmsanierung, das ist so ein bisschen meine eigene Definition, ist, das mikroökologische Klima zu beeinflussen. Mhm. Zum Beispiel fermentierte Lebensmittel zu essen. Ja? Da sind schon auch gesunde Darmbakterien drin, aber vor allen Dingen verändern wir dann den pH-Wert im Darm. Als Sauerkraut.
Sauerkraut, nicht sau eingelegtes Gemüse, ja, Kombucha-Tee, Kefir, solche Dinge. Okay. Ja, damit können wir tatsächlich was erreichen. Oder wir bieten eben unseren Darmbakterien Nahrung an, die ein sehr guter Dünger ist. Das heißt ballaststoffreiche Nahrung, Vollkornprodukte, viele Gemüse. Und gar nicht gut ist eben, also für die Darmflora jedenfalls nicht, viel Eiweiß, ja, viel Fleisch, viel Wurst, viel Käse. Weil damit züchten wir dann die Fäulnisbakterien hoch. Bakterien, die wir eigentlich so gar nicht gern dort haben wollen. Das wäre wirklich für mich Darmsanierung, die richtige Nahrung zu geben. Und vor allen Dingen, wir müssen darauf achten, dass unsere Verdauungsfunktionen alle funktionieren. Okay. Wenn meine Galle, Lebergalle nicht funktioniert, wenn meine Bauchspeicheldrüse nicht richtig arbeitet, da kann ich die besten Darmbakterien reinkippen, wie ich will. Das wird niemals ankommen, weil einfach Fette und Eiweiße da nicht gut verdaut werden. Da werde ich immer ein Ungleichgewicht, eine Dysbalance der Darmflora haben. Auch mit den besten Darmbakterien kann ich das nicht hinkriegen. Alles klar, wie unterstütze ich jetzt die Verdauungssäfte oder gerade, wie du schon sagtest, Bauchspeicheldrüse und Galle? Ja, für die Therapie haben die Götter die Diagnostik gestellt. Ich muss jetzt mal gucken, ob alles stimmt. Also wenn jemand zu mir kommt mit Darmbeschwerden, also ich habe viel Blähung oder Durchfall oder so, das ist nicht in Ordnung, dann mache ich erstmal eine ausführliche Stuhluntersuchung. Da ist natürlich die Mikrobiota, die Darmflora ist natürlich auch mit dabei, das will ich schon wissen, obwohl die mir nicht sehr viel aussagt. Meistens finde ich dann einfach ein Übergewicht der Fäulnisbakterien über die Gärungsflora. Das ist das meiste. Und der pH-Wert ist meistens dann erhöht. Ja? Dann weiß ich, da ist was nicht in Ordnung. Und meistens steckt dann eine Fettverdauungsstörung dahinter, weil die Lactobacillen, die Bifidobakterien, die können mit Fett gar nichts anfangen. Das mögen die nicht. Ja? Und dann muss ich gucken, finde ich eine Ursache dafür? Ist eine Darmentzündung da? Oder sind die Gallensäuren erhöht? Habe ich ein Gallensäurenverlustsyndrom? Oder ist das Bauchspeicheldrüsenenzym nicht in Ordnung? Oder habe ich eine Nahrungsmittelallergie oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit? Laktose, Fructose, Histamin? Das muss ich gegebenenfalls alles abklären und in Ordnung bringen. Und dann taktet sich die Mikrobiota in der Regel alleine wieder ein. Ja? In meinem Buch gebrauche ich gern so ein Beispiel. Und da frage ich quasi den Leser, in meinen Vorträgen mache ich das auch häufig, was muss ich denn machen, wenn ich Kamele in der Antarktis haben möchte? Gucken die erstmal, Kamele in der Antarktis? Ja, da bringe ich mit Schiffen, bringe ich Kamele. Okay, also ich packe 1000 Kamele in ein großes Schiff und dann setze ich die aus in der Antarktis. Ja, was passiert? Die sterben. Nächsten Tag noch ein Schiff, habe ich wieder 1000 da, die sterben. So geht es meistens mit den Bakterien auch, wenn die Verdauung nicht in Ordnung ist. Die Lösung ist, ich muss die ökologischen Bedingungen in der Antarktis verändern. Das heißt, es muss wärmer werden. Okay, das tut es im Moment ja sowieso. Ja. Und ich muss Sand hinbringen. Ja. Dann fühlen sich die Kamele wohl. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich jeden Tag 1000 Kamele in der Antarktis, aber nicht mehr. Und wenn ich eine Bauchspeicheldrüsenschwäche habe oder eine Gallenschwäche oder ich habe eine Laktoseintoleranz, ernähre ich aber mit Laktose, dann kann ich das teuerste Bakterienpräparat nehmen, was ich will. Die Bakterien sterben sofort wieder ab, weil sie finden nicht ihre Ökologie, in der sie sich wohlfühlen. Das ist für mich Darmsanierung, darauf zu achten und nicht mal eben Darmbakterien reinzukippen. Okay, also es bedeutet, wenn man Entzündungen hat, Morbus Crohn oder Leaky Gut, schon eben die Darmwände beeinträchtigt. Wie würdest du da vorgehen, um da eine Stabilisierung und eine antientzündliche Wirkung oder heilende Wirkung zu haben? Genau, da hast du zwei schöne Beispiele gebracht, wo ich wirklich praktisch immer Darmbakterien noch einsetze. Ja? Also ich bin keiner der Therapeuten, ich werde jetzt vermutlich einige von Kopf stoßen, es tut mir jetzt ganz furchtbar leid, aber oftmals bei der Mikrobiologie des Darmes verhalten sich viele Naturkundler wie Schulmediziner. Ja, ich überspitze jetzt mal und vereinfache und bin jetzt ganz böse. Ja? Also Schulmediziner sehen in der Blase oder in der Lunge Bakterien, sagen, die müssen weg, Antibiotikum. Und Naturkundler, bitte ich überspitze jetzt, gucken sich die Darmflora in der Stuhlanalyse an und sagen, okay, da fehlen jetzt Bifidus, die gebe ich mal rein. Habe ich gerade erklärt, das funktioniert so nicht. Ausnahmen bei einer Darmentzündung oder beim Leaky Gut, da gebe ich gerne die Darmbakterien nicht, um die richtigen Keime anzusiedeln, sondern über immunologische Effekte auf die Entzündung einzuwirken. Da macht es einen richtig großen Sinn. Leaky Gut, ich weiß nicht, ob alle Zuschauer das wissen.
Ja, beschreibe es ruhig noch mal kurz in 2, 3 Sätzen. Ich sage mal, was es nicht ist, weil viele Leute sagen, oh, Leaky Gut, ich habe einen löchrigen Darm. Mhm. Da sage ich immer, nein, bitte keine Sorge, Sie haben keinen löchrigen Darm. Wenn Sie Löcher im Darm hätten, dann hätten Sie Bauchfellentzündung, da können Sie dran sterben, das ist hochgedeihend, das haben Sie nicht. Eine genaue Übersetzung wäre leckender Darm und die wissenschaftliche Umschreibung wäre, wir haben eine Störung der Integrität der Darmschleimhaut. Was heißt das? Die Darmschleimhautzellen sitzen so aneinander und die Verbindung, das nennen wir tight junctions. Junction verbinden, tight, das muss dicht sein, da darf nichts durchgehen. Mhm. Ja? Also die verkleinerten Nahrungsbestandteile nehmen wir durch die Oberfläche der Darmschleimhaut auf, aber andere Dinge wollen wir nicht haben. Ja? Große Allergene oder Bakterienbestandteile, die sollen da nicht durchgehen. Und wenn es eben so ein bisschen lockerer ist, wenn wir ein Leaky Gut haben, dann können eben genau diese Bakterienbestandteile oder größere Nahrungsmittelallergene können da durchflutschen. Mhm. Die können lokal Darmentzündung machen, können aber auch systemisch im ganzen Körper Entzündung machen und können auch Nahrungsmittelallergien triggern. Mhm. Also Leaky Gut ist gar nicht gut, ist in der Schulmedizin immer noch umstritten. Aber keine Sorge, das wird sich durchsetzen. Also ich beobachte die wissenschaftliche Fachliteratur, das nimmt immer mehr zu. Also die sagen, Leaky Gut ist doch ein Modebegriff, das gibt es gar nicht. Das wird in ein paar Jahren, wird das keiner mehr behaupten. Mhm. Genauso, du hast ja gesagt, wie lange ich schon Arzt bin, ja. Und ich überblicke da ja einen langen Zeitraum und das finde ich jetzt auch so ganz lustig, was passiert. Damals sind also wirklich die Ärzte, die damit gearbeitet haben, sind wirklich angegriffen worden. Ja? Mhm. Ihr arbeitet da mit Darmbakterien, die da aus dem, ja, ich sage das Wort nicht, kommen. Mhm. Ja? Und das ist so eine Drecksmedizin. Was macht die? Da haben sich lustig gemacht. Ja? Und mittlerweile ist, ich sag mal, die Darmflora ist eines der florierendsten, im wahrsten Sinne des Wortes, Fachgebiete im Moment in der Wissenschaft. Die Literatur explodiert im Moment gerade dazu. Die Schulmedizin entdeckt mittlerweile die Darmbakterien und den Darm. Und die kriegen ja Sachen raus. Da staune ich ja nur, die kriegen jetzt raus, unser Darm hängt mit unserer Psyche zusammen, unser Darm hängt mit unserem Immunsystem zusammen. Das haben die jetzt rausgekriegt, das ist ganz neu. Du lachst, ich kann auch drüber lachen, aber eigentlich ist es zum Weinen. Das haben wir vor 40 Jahren schon gewusst, ja. Das entdecken die jetzt aber neu, aber immerhin, ich freue mich ja, dass sie dazulernen können, ja. Also denkst du auch, haben wir immer so 20, 30 Jahre, sind bis die zurück. Es dann ankommt, ja. Ja. Spannend, ja. Ja, und natürlich eine sehr positive Entwicklung, ja. Ganz, ganz toll, dass bestätigt wird, dass das, was wir untersucht haben, was wir machen, eigentlich so falsch nicht gewesen sein kann. Bei dem Leaky Gut, was meinst du denn, was da wirklich die Ursache davon ist? Ist es wirklich nur die Ernährung oder welche Art von Ernährung fördert diese Darmentzündungen oder auch? Ja, allein das Thema Leaky Gut ist schon wieder ganz komplex und das haben wir alles noch nicht ganz verstanden, ja. Was ist das Ei und was ist die Hände, wo geht's los? Also wir kennen viele Einflüsse, die schädigend wirken. Ja? Das sind natürlich Antibiotika, das ist auch für die Darmschleimhaut nicht gut, da kann sich leichter ein Leaky Gut ausbilden. Rheumamittel wie Diclofenac, Ibuprofen, Aspirin, das mag die Darmschleimhaut auch gar nicht so ganz gern. Vermutlich auch Emulgatoren in der Nahrung. Ja? Zum Beispiel Carrageen. Carrageen wird gern eingesetzt in Joghurt zum Beispiel. Ja, kommt eigentlich aus Algen, ist eine Natursubstanz. Ja. Wir wissen aber, das wird im Tierversuch, wenn man also im Tierversuch Darmentzündung herstellen möchte und möchte dann Therapien erforschen, wie man das behandeln kann, dann gibt man denen Carrageen, damit die Darmentzündung kriegen. Nicht und wir haben sie in unseren Lebensmitteln. Unglaublich. Ja, aber bitte aufpassen, nehmt also jedenfalls empfindlich, die sollen kein Carrageen nehmen. Ja, aber wenn ich weiß, dass es wirklich also zum Auslösen beiträgt, dann muss ich es auch niemand geben, der gesund ist. Ja, ist aber zugelassen, ja. Vermutlich, das wissen wir nicht ganz genau, vielleicht sogar auch Spülmittel, ja, sind ja auch Emulgatoren, die sollen ja lösen. Vielleicht lösen die auch unsere Schutzschichten am Darm, das wissen wir auch nicht so ganz genau, aber ich würde Patienten, die Leaky Gut haben, einfach aus Sicherheitsgründen, es gibt keine Forschung dazu, immer zu raten, bitte spült die Teller wirklich gut mit Wasser ab, also nicht nur mit Spülmittel, sondern spült das Spülmittel auch gut ab. Von der Nahrung wissen wir, Gluten scheint da auch nicht gut zu sein. Also wenn ich so eine Leaky Gut Kur mache, sage ich, also bitte für 4 Wochen wirklich mal konsequent Gluten meiden, dass das abheilt.
es scheint so zu sein, dass es besser abheilt, wenn man dem Darm auch mal Gluten vorenthält. Und danach vertragen wir vielleicht wieder kleine Mengen. Und wenn die Menschen sagen, oh, wenn ich ein Brötchen gegessen habe, es geht mir doch wieder schlechter, dann zur Not auch ganz sein lassen. Das müssen wir dann wieder ausprobieren. Mhm. Es gibt andererseits auch Nahrungsmittel, die sehr günstig sind. Zum Beispiel die resistente Stärke. Mhm. Oh Gott, was ist das jetzt schon wieder? Also wir können ja Stärke verdauen, aber resistente Stärke können wir nicht verdauen. In einigen Lebensmitteln ist von vornherein schon ein bisschen mehr Stärke drin. Resistente Stärke, zum Beispiel so unreife Bananen. Also wenn die nicht überreif sind, gelb und schon kleine braune Flecken haben, sondern wenn die noch so gelb, fast grün sind, dann ist da viel resistente Stärke drin. Vollkornprodukte haben auch mehr als die ausgemahlenen Produkte. Und wenn ich jetzt also Getreideprodukte nehme und koche sie und lasse sie abkühlen, dann bildet sich dabei resistente Stärke. Das heißt also Reissalat kochen, Nudelsalat kochen und das dann abkühlen lassen. Man kann es dann sogar wieder aufwärmen, da bleibt die resistente Stärke noch erhalten. Aber da freuen sich die Darmbakterien drüber, das ist dann ein richtiger Dünger für die. Hirse, Hafer, Pilze, wenn man das verträgt, sind auch super Lebensmittel, quasi Superfood für die Darmbakterien. Das bitte reichlich nehmen, wie gesagt, wenn man es verträgt, nicht jeder verträgt ja Pilze sehr gut. Dann wären das sehr gut geeignete Lebensmittel, mit denen man ein Leaky Gut vorbeugen können oder wenn es da ist, auch besser abheilen können. Ja, und Darmbakterien, ich habe schon gesagt, setze ich dort gerne auch ein, weil die eben dann die Entzündungsneigung dann auch dort mindern können. Ja? Omega-3-Fettsäuren setze ich noch gerne ein. Glutamin. Glutamin ist auch sehr wertvoll für die Ernährung der Darmschleimhaut. Und Zink ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir haben ja mit dem Leaky Gut quasi so etwas für eine Wunde dort. Und Zink ist unser großes Wundheilungsmittel. Also das sind so meine Substanzen, die ich einsetze beim Leaky Gut. Die Formen von Omega-3, auf was greifst du zurück? Es gibt ja welche, die nehmen dann direkt das pflanzliche Öl wie Leinöl. Dann gibt es wieder die Diskussion, Umwandlung geht viel verloren und oxidativ und wie auch immer. Genau, wir brauchen das EPA. EPA ist die antientzündliche Fettsäure und das ist im Leinöl überhaupt nicht drin. Und aus dem Leinöl werden vermutlich maximal 5% umgewandelt. Das funktioniert also einfach überhaupt nicht. Leinöl kann man zusätzlich nehmen, nichts dagegen, aber wir brauchen EPA aus dem Fischöl. Wenn jetzt jemand gar kein Fischöl mag oder aus ideologischen oder sonstigen Gründen, dann bitte wenigstens das Algenöl. Ist zwar nicht ganz so viel EPA drin, aber immerhin mehr als im Leinöl. Okay, und bei dem Zink, gibt es da unterschiedliche Quellen? Kann man da einfach irgendeine Kapsel nehmen oder gibt es da irgendeine Form, wo du sagst, das ist schon am besten verträglich oder auch eine Tageszeit? Also am besten eine Auster am Tag essen, das wäre sehr gut. Ah, okay. Also wer das mag, ich mag es überhaupt nicht. Ja. Wer das mag, dann hätte man eine gute Zinkversorgung. Nein, man kann einfach ein gutes Zinkpräparat nehmen, so in der Größenordnung 10 bis 15 Milligramm. Was beim Zink wirklich extrem wichtig ist, und ich betone das immer wieder, weil ich sehe so häufig, dass es falsch gemacht wird, Zink muss man streng nüchtern nehmen. Okay. Wenn es kurz vorm Essen, zum Essen oder nach dem Essen genommen wird, es wird praktisch nicht aufgenommen. Ich mache sehr viele Kontrollen vorher, nachher. Und wenn ich dann sehe, schau mal, der Zinkspiegel ist überhaupt nicht angestiegen. Sie haben es nicht genommen. Doch, doch, wirklich, ich habe es genommen. Sage ich, okay, wann haben Sie es genommen? Ja, nach dem Essen, weil ich vertrage es nicht so gut vorher. Sage ich, okay, dann hätte es auch gleich ins Klo werfen können, weil es nutzt einfach nichts, wenn wir es nach dem Essen nehmen. Okay. Also wirklich streng, mindestens eine halbe Stunde vorher oder 3 Stunden danach. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, ich vertrage es aber gar nicht gut, ich merke, der ist mir übel oder Magenschmerzen, dann sage ich, okay, dann bitte direkt beim Schlafengehen einsetzen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht die Beschwerden dann verschlafen. Andere Möglichkeit weiß ich da im Moment auch nicht. Ja, ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis. Ja. Selen, auch, hattest du gerade gesagt, gell? Nee, Selen nicht. Sorry. Bei Entzündung generell, wenn jemand eine Darmentzündung hat oder hat Rheuma, dann messe ich immer auch Selen. Und wenn er keinen optimalen Wert hat, gebe ich Selen mit dazu. Aber jetzt primär habe ich es bisher jetzt nicht beim Leaky Gut auch noch zusätzlich eingesetzt. Ne? Aber wenn eine richtige Darmentzündung da wäre, eben auch mit erhöhten Entzündungswerten, auch das kann man im Stuhl messen, ich kann exakt mit dem Entzündungswert Calprotectin messen, ob der Darm entzündet ist. Ja. Okay. Und dann würde ich eben auch noch Vitamin D und Omega-3 und Selen und Zink messen. Und dann würde ich natürlich die Stoffe so substituieren, dass sie optimal vorliegen. Jetzt kenne ich das natürlich, dass wir im Ausland zu einem Antibiotika, gerade in Italien oder so, kriegst du immer eine Darmaufbaupräparate. Wir haben ja schon gehört, das nennt man im Grunde nicht mehr so, aber es sind, ich denke mal, Probiotikas kriegen die Menschen dort standardmäßig mit dazu.
Kenne ich jetzt aus dem deutschen Raum weniger. Mhm. Wie ist es bei dir? Was machst du da? Ja, wir hatten ja schon einen Vortrag, ein Interview gehabt zum Thema, was machen wir nach Antibiose? Wenn jetzt jemand gar keine Darmbeschwerden hat, dann muss man das auch gar nicht machen. Mhm. Ich habe in dem anderen Interview auch schon gesagt, es gibt viele Antibiotika, die greifen die Darmflora so gut wie gar nicht an. Mhm. Ja? Also da gibt es einfach ganz große Unterschiede. Und wenn ich jetzt gar nichts merke, muss ich auch nichts tun. Mhm. Und selbst wenn die Darmflora ein bisschen angegriffen wird, in der Regel taktet sich das von alleine nach wenigen Tagen oder Wochen wieder ein. Okay. Und ich kann es natürlich mit Ballaststoffen oder eben mit sauer vergorenen Lebensmitteln, kann ich das natürlich noch ein bisschen unterstützen. Das wäre nie verkehrt. Und wenn ich weiß, ich habe einen empfindlichen Darm und jedes Mal nach Antibiose reagiere ich so, ja bitte, dann kann man es auch gleich direkt dazu geben. Man macht nie was verkehrt damit, aber nicht jeder braucht es. Okay. Gibt ja auch manchmal Leute, die sagen, oh, pf, halbes, dreiviertel Jahr nach Antibiotika habe ich gemerkt, wie sich so mein ganzer Blähungen, vergorene Blähungen, also da stimmt irgendwas nicht. Also wie so Fäulnis oder Pilze, kann sowas entstehen oder wie gehst du damit? Ein halbes Jahr danach ist wirklich ungewöhnlich. Okay. Also wenn, hat man das eigentlich in den nächsten Tagen und Wochen, ja, dass die gesunde, normale Darmflora sich da nicht wieder angesiedelt hat oder nicht wieder hochgekommen ist. Aber dass es ein halbes Jahr gut geht und dann ist nicht in Ordnung, das ist auf die Antibiose zurückzuführen. Die Erfahrung hätte ich jetzt so noch nicht gemacht. Ja. Also auch nicht so darmpilzmäßig da irgendwelche? Ja, direkt danach natürlich schon. Okay. Wenn ich viele Darmbakterien vernichte, die stehen ja in bestimmt Gleichgewicht mit den Darmpilzen und ein paar haben wir immer, das ist völlig normal, das darf so sein. Die dürfen eben nur nicht überwuchern. Mhm. Ja, und wenn ich eben ganz viele Darmbakterien vernichtet habe und Pilzen, denen machen Antibiotika nichts aus, dann können die tatsächlich Überhand nehmen und dann kann ich da eine Darmkandidose bekommen. In der Regel geht die auch von alleine rasch wieder weg, aber wenn es ganz schlimm ist, muss ich da auch mal ein Antimykotikum nehmen oder eben gute Darmbakterien. Das wäre dann mal eine sinnhafte Angelegenheit. Okay, ja, super. Also wir sehen, der Darm nimmt kein Ende. Wenn man sich weiter zu dem Thema Darm informieren möchte, gibt es da gute Quellen oder Möglichkeiten, sich zu informieren? Ja, da gibt es mittlerweile ganz viele Bücher. Ich darf da jetzt ein bisschen Werbung für mein eigenes Buch machen. Also ein gutes Buch, das kennen ja alle, Darm mit Charme, das war immer so ein Millionen-Bestseller. Mhm. Ich habe das so ein bisschen abgekupfert, also nicht den Inhalt, den Titel, Alarm im Darm habe ich das genannt. Ah, okay. Also Darm mit Charme geht ja eher um die Physiologie, wie der Darm funktioniert und so weiter, sehr gut geschrieben. Und Alarm im Darm, ich sag mal, das richtet sich eher an die Pathologie, also was ist nicht in Ordnung. Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelallergien, Gallenschwäche, Gallensäurenverlustsyndrom, Pankreasschwäche. All diese Themen werden ausführlich geschildert, wie ich sie entdecken kann, was ich selber tun kann, welche Medikamente man gegebenenfalls nehmen muss. Da nenne ich überall Ross und Reiter. Ja. Mhm. Ist mittlerweile auch in der vierten oder fünften Auflage, also auch durchaus erfolgreich, nicht ganz so erfolgreich wie das andere Buch. Aber vielleicht wird das noch, ja, nach der Sendung wird das jetzt. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, lieber Volker. Super. Vielen Dank, dass du heute da warst und ich freue mich auf weitere Interviews mit dir und bis hoffentlich bald. Ja. Danke. Danke und den Zuschauern gutes Gelingen. Ja. Also, wie wir so schön gehört haben, im Darm gibt es wohl hier und da doch mal Alarm. Und welche Feuerlöscher da am schnellsten und effizientesten helfen, gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ich hoffe, Sie konnten aber auch hier wieder für sich was rausnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.